Wie kann Klimaschutzbildung mit Erwachsenen gelingen? Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Marianne Dobner, ich bin Fachtrainerin, Methodenliebhaberin und Bildungsgestalterin und auch Mitgründerin des Vereins Hallo Klima. Im Verein beschäftigen wir uns mit konstruktiver Klimakommunikation und motivierender Klimabildung für verschiedenste Zielgruppen. Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, vom grünen Denken ins grüne Tun zu kommen, vom grünen Trend zur grünen Haltung. Und auch heute stelle ich Ihnen wieder drei Tipps aus meinem Erfahrungsschatz vor. Was heißt wieder? Mehr Tipps zur Frage Klimaschutzbildung mit Erwachsenen, wie das gelingen kann, gibt es nämlich auch in weiteren Videos zum Thema. Sie finden diese in der Videobeschreibung unten verlinkt. Aber nun zu den drei Tipps. Tipp 1. Transformationskompetenzen fördern. Wir von Hallo Klima werden oft gefragt, welche Kompetenzen braucht es denn überhaupt in der transformativen Bildungsarbeit? Und hier wurden wir fündig in den Inner Development Goals, den inneren Entwicklungszielen, den IDGs. Diese sind begrifflich angelehnt an die SDGs, die Sustainable Development Goals der UN, und bieten einen Rahmen für transformative Fähigkeiten, die zur Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung essentiell sind. Es geht also darum, welche inneren Fähigkeiten und Kompetenzen notwendig sind, um zu einer Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu kommen. Und diese inneren Entwicklungsziele sind wiederum in 5 Kategorien geteilt. Kategorie 1, Sein, die Beziehung mit sich selbst. Dabei geht es um den inneren Kompass, um Integrität, Authentizität, Offenheit und Lernmindset, um Selbstwahrnehmung und Anwesenheit. Kategorie 2. Kognitive Fähigkeiten, das Denken. Und diese Kategorie umfasst vor allem kritisches Denken, Bewusstsein komplexer Zusammenhänge, auch perspektivisches Denken, Sinnstiftung, langfristige Orientierung und ganz wichtig Visionen. Kategorie 3. In Beziehung sein, sich um sich selbst und auch um andere zu kümmern. Dabei geht es um Wertschätzung, Verbundenheit, Menschlichkeit, Empathie und Mitempfinden. Kategorie 4. Zusammenarbeiten, also um die sozialen Fähigkeiten. Das sind vor allem kommunikative Fähigkeiten, Fähigkeiten zum gemeinsamen Schaffen, inklusives Mindset, interkulturelle Fähigkeiten, Vertrauen und Fähigkeiten zur Mobilisierung. Kategorie 5, Handeln als Motor des Wandels. Und da geht es um Mut, Kreativität, Optimismus und Durchhaltevermögen. Tipp 2 für heute. Vorstellungskraft, Visionen und Utopien unterstützen. Ja, wo wollen wir denn hin? Oft fehlt es eben genau an diesen positiven Zukunftsvisionen. Wie kann eine klimafreundliche Gesellschaft überhaupt ausschauen? Welche Vorteile würden wir genießen? Inwiefern wäre unser Leben einfach viel lebenswerter? Also was wäre, wenn es ab jetzt gut läuft? Zukunftsbejahende Gedanken machen es uns nämlich viel leichter, klimafreundlich zu handeln. Was kann ich also zu einem gesunden Planeten beitragen? Es geht darum zu beachten, was bewegt mich, nach vorne zu schauen. Das kann ich zum Beispiel mit Hilfe von Zukunftswerkstätten bearbeiten. Die eignen sich besonders gut, um neue Ideen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Wer sich mit Zukunftswerkstätten, Visionen und Utopien im Bereich Klimaschutzbildung näher auseinandersetzen will, findet weiterführende Links in der Videobeschreibung. Und hier möchte ich insbesondere die Zukunftstapete als Methode nennen, die ich als Trainerin nutzen kann. Hier wird nämlich eine wissenschaftlich fundierte grafische Geschichte anhand von verschiedenen Szenen erzählt, wie eine klimafitte Zukunft tatsächlich aussehen könnte. Auch hier finden Sie den Link in der Videobeschreibung. Tipp 3. Ganzheitlichkeit bewusst machen. Handlungen für mehr Klimaschutz haben auch Auswirkungen auf anderes. Aufs Fahrradfahren umsteigen kann zum Beispiel positiven Einfluss auf die eigene Gesundheit haben. Und wenn das schließlich mehrere Personen tun, dann kann das auch den Bedarf an gut ausgebauten Fahrradwegen erhöhen. Hier im Lehr- und Lernsetting Verbindungen aufzuzeigen, kann helfen, Zusammenhänge zu erkennen und zu deuten. Mit Ganzheitlichkeit meine ich aber auch, dass alle Menschen vom Thema Klimawandel und Klimaschutz betroffen sind. Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Sich nicht damit zu beschäftigen, bedeutet also nicht, dass man davon nicht betroffen sein wird. Für Trainerinnen bedeutet das, Klimawandel nicht als etwas Abstraktes darzustellen oder als etwas, was vielleicht in ferner Zukunft passieren wird. Denn bereits heute sind Klimawandelfolgen zu spüren.
die in Zukunft noch viel merkbarer werden. Ja, das waren schon die drei Tipps zur Klimaschutzbildung mit Erwachsenen. Zur Erinnerung, noch mehr Tipps gibt es in weiteren Videos zum Thema. Und diese finden Sie nach Erscheinen in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like. Vielen Dank und tschüss.